Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Splatoon 2 in der Global Test verbietet. Und ich habe beim letzten Mal aus Versehen auf Ja gedrückt, letzter gefragt, ob wir noch eine neue Runde spielen können. Und dieses Spiel verbietet es einen nachträglich, seine Waffe zu wechseln. Ich kann nichts mehr tun, außer die Software zu beenden. Wie ihr hört, kann ich übrigens den Sound im Hintergrund verändern, wenn ich Tasten drücke. Aber ganz ehrlich, oh Mann. Ich habe gerade den letzten Part damit beendet, dass ich Sniper hasse und wahrscheinlich in dieser Global Testifier Beta keine Sniper mehr spielen werde. Und jetzt bin ich immer noch in derselben Lobby, immer noch mit der Sniper, weil ich aus Versehen einmal Ja gedrückt habe und dieses Spiel als einen nicht erlaubt, sobald man einmal eine Klasse ausgewählt hat, irgendwas zu ändern. Du darfst nichts mehr ändern. Du musst warten, bis deine Runde komplett vorbei ist, bevor du wieder irgendwas einstellen darfst. Du dürfst jetzt noch nicht mal einstellen, dass du keine Bewegungsstörung mehr machen darfst, nur weil du dich einmal verdrückt hast. Auch keine Verbesserung zum ersten Teil. Also man hat halt... Man merkt, dass Nintendo halt gemerkt hat, wir brauchen Software für die Switch. Weil das war der größte Kritikpunkt an der Wii U, dass die keine Software zum Beginn hatte. Wir haben aber noch nicht so wirklich viel entwickelt. Was machen wir? Na, werfen wir einfach das, was wir auf der Wii U hatten, nochmal auf der Switch. Und leider hat man dann nicht so viel verbessert, wie sich die Fans gerne gewünscht hätten. Weder bei Mario Kart hätten sich die Fans ja mindestens 9 Cup gewünscht. Also mindestens 4 neue Strecken. Da kam nichts Neues. Und auch bei Splatoon hat sich dann doch weniger geändert, als man gerne hätte. Also das mit den neuen Spielen... Das, was sich geändert hat, finde ich sehr gut. Nicht, dass ich zu viel meckern muss. Das, was ich geändert habe, finde ich sehr gut. Aber vieles, was ich im ersten Teil schlecht fand, hat sich eben nicht geändert. Und das ist mein größter Kritikpunkt. Wie hat er es geschafft, uns auf die Distanz im Lauf zu erschießen? Boah, das sind solche... Suchtlinge hier, die dieses Spiel spielen. Das ist ja unfassbar. In der ersten Stunde habe ich ja noch rumgemeckert im Sinne von, na gut, die meisten Leute, die das Spiel jetzt hier spielen, diese Beta hier spielen, die werden ja dann höchstwahrscheinlich den ersten Teil noch nicht so unbedingt gespielt haben, weil es die Wii U ja nicht so gut verkauft hat. Das heißt, es sind bestimmt auch viele Neuansteiger dabei. Deswegen hatte ich mir halt erklärt, warum es jetzt durchschnittlich so leicht war, Punkte zu machen. So, und ich diesen Marlin da weg. Da kamen eben zwei Gegner, aber keiner traut sich scheinbar hier runterzukommen. Weil die wurden von hinten erledigt, von dem Teammitglied, das kann auch sein. Ja, super, das war die beste Granate, die ich bis jetzt geworfen habe. Der gerade mit dem fucking Roller einen Raketenwerfer von uns aus der Luft geholt und deswegen hier die komplette Mitte gerade umgefärbt. Willst du mir jetzt gerade ernsthaft erzählen? Okay, da hat unser Team, das gegnerische Team, gerade erledigt. Das finde ich sehr gut. Leider ist die Sniper-Fähigkeit genauso wie die Sniper selbst eben nicht gut zum Einfärben, sondern einfach nur gut, um Gegner zu killen. Eben weil sie durch Wände hindurchschießen kann. Aber mehr halt auch nicht. Und das sollte ein eindeutiger Sieg für uns sein. Wir haben da jetzt auch wieder mal nicht mit Punkten geglänzt. Sondern eher mit Gegner fernhalten. Wir haben die ein bisschen auf Distanz gehalten, während unser Team in der Mitte gut für umfärben konnte. Wir haben ja immer so zwei Gegner auf einmal ferngehalten. Deswegen auch die Punkte wieder relativ scheiße. Ja, mit der Sniper kann man einfach nicht so geil punkten. Ich zumindest nicht. Deswegen nehmen wir jetzt auch was anderes. Nehmen wir nochmal den Kleckser, weil den Duo-Kleckser haben wir jetzt leider schon sehr häufig gesehen, obwohl es mir mit Abstand am besten gefällt. Nehmen wir nochmal den normalen Kleckser. Und ja, dann beenden wir damit unsere letzte bis vorletzte Aufnahmesession. Also es kann sein, dass es hier der letzte Part zur Global Testifier Beta wird. Es sei denn, ich werde morgen Mittag doch noch kurz Zeit haben, um die letzte Phase zu spielen. Dann werden wir da nochmal zwei oder ein bis zwei Parts aufnehmen können. Also,
wenn ich es schaffe, also zwischen 5 und 7 Parts für diese Global Testifier Beta haben, dann müssen wir uns bis Sommer begnügen. Wahrscheinlich, wie gesagt, relativ wahrscheinlich ist Juni. Ja. Ist einfach so. Ist ja der erste Teil ist auch im Juni rausgekommen und wie gesagt, das würde sehr gut passen mit jedem Monat nach Release erstmal ein Spiel. Im ersten Monat gab es Zelda, im zweiten Monat gibt es Mario Kart, im dritten Monat die würde es dann abends geben und im vierten Monat würde dann das gute Splatoon rauskommen. Wir haben den AFK-Typen mit Cedrio, das heißt, wir können jetzt schon mal aufgeben. Das ist ja kein AFK, sondern die werden wahrscheinlich einfach dieselben Internetprobleme haben wie ich. Und ich, Vollidiot, habe gerade die ganze Zeit gedacht, ich spiele immer noch mit der Sniper und habe deswegen nur so intervallmäßig meinen Knopf gedrückt. Irgendwie scheint diese Strecke hier heute sehr beliebt zu sein. Haben wir, glaube ich, die letzten 4 Runden gespielt, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Spezialfähigkeit von dem hier war. Ah, jetzt weiß ich es wieder. 3 Gegner damit zu erfassen, ist eine sehr gute Sache. Vor allem, wenn man dann noch einen damit erledigt. Nein! Oh Gott, wir haben es überlebt. Nein! Aber den haben wir hinten noch extrem verzögert mitgenommen, also die Verzögerung ist wieder da. In der ersten Stunde war die Verzögerung nicht mehr da, seitdem ist die Verzögerung wieder da. Das heißt, der ist ja 2 Sekunden, nachdem ich ihn gekillt habe, gestorben. Jetzt hätte der mich noch locker auch noch killen können und dann wäre es wieder genau dasselbe Problem wie Splatoon 1. Wie gesagt, die haben ja noch ein bisschen Zeit, das hinzubekommen. Aber wenn es tatsächlich das Spiel in genau dieser Form released wird wie jetzt, dann kann ich mir vorstellen, dass Splatoon 2 wahrscheinlich bei mir genauso enden wird wie Splatoon 1. Nämlich als sehr, sehr gutes Spiel mit sehr, sehr viel Potenzial, was leider durch Internetprobleme zerstört wurde. Ich frage mich, wie die immer den Jetpack-Dingens unterbrechen. Das schaffen die nämlich relativ häufig, das ist auch einfach nur ein Lag. Dass von mir kurzzeitig kein Jetpack angezeigt wird oder so. Ja. Gut zurückgehalten, die Gegner. Wieder gegenseitig erledigt. Aber okay, unser Team kann so lange färben. Wir sind hart in Führung. Aber in 30 Sekunden kann sich in diesem Spiel immer sehr viel ändern. Vor allem, weil die Gegner jetzt gerade ziemlich viel färben können in der Mitte. Also müssen wir hier durchaus nochmal uns ranhalten, weil wir eben 3 Leute von uns gestorben sind. Aber sieht nach wie vor sehr gut aus. What the fuck? Ich hätte den Boden doch schon eingefärbt, aus dem er plötzlich rausgesprungen ist. Normalerweise kann er doch nicht aus dem Boden rausspringen, wenn ich ihn schon eingefärbt habe. Oh Gott. Haben wir das wirklich noch gewonnen? Die haben gegen Ende unfassbar viel eingefärbt. Oh, da haben sie tatsächlich fast noch die letzten 10 Sekunden rumgerissen, weil bis 10 Sekunden vor Schluss stand beim Gegner noch Gefahr. Und so viele Punkte wieder sind, ist keine Gefahr mehr. Aber wir sind auf jeden Fall mal wieder dominant in unserem Team gewesen. Diese Runde hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Kleckser war ja bislang, ist der bei mir relativ gut durchgefallen, aber in dieser Runde hat er mir echt gut gefallen und sogar teilweise besser als, naja, der Mini-Kleckser-Kram, was erstaunlich ist. Was ich auf jeden Fall merke, ist, dass ich die Bewegungssteuerung noch häufiger nutzen muss. Denn dadurch, dass ich jetzt kein Gamepad mehr in der Hand habe, sondern einen normalen Controller, vergesse ich immer wieder, dass ich ja Bewegungssteuerung habe. Wenn ich das Gamepad in der Hand hatte, was so ungewohnt ist, weil ich normalerweise kein Spiel mit dem Gamepad in der Hand gespielt habe, wusste ich halt, okay, du hast jetzt einen Controller in der Hand, den du nie in der Hand hast, benutze Bewegungssteuerung. Jetzt spiele ich mit einem Controller, der sich in der Hand so anfühlt wie ein guter Controller. Wie ein Es fühlt sich halt an wie ein guter Controller. Sagen wir es mal so, wie halt kein außergewöhnlich anderer Controller wie das, was ich sonst spiele. Und dementsprechend vergesse ich immer wieder, dass ich jetzt Bewegungssteuerung habe. Da muss ich echt noch dran denken. Deswegen
Ich schieße halt meistens einfach nur, ich benutze den rechten Stick teilweise auch, um nach oben und unten zu lenken, was nicht wirklich funktioniert, und wackel dann teilweise ein bisschen mit dem Controller hin und her. Deswegen ziele ich nicht so präzise, wie ich es bei Splatoon 1 gemacht habe. Da muss ich mich, wie gesagt, noch umgewöhnen. Deswegen wollte ich es ja gerne noch einmal im Tablet-Modus spielen, weil dann wäre die Steuerung ja schon ähnlich. Aber wenn man halt gleichzeitig auf den Controller drauf gucken muss, den man bewegt, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so geil ist. Genau aus dem Grund wollte ich sie einmal im Tablet-Modus gespielt haben, aber wie gesagt, das geht einfach nicht. Weil WLAN-Scheiße. So. Aber egal, über das WLAN-Thema haben wir jetzt genug geredet. Kümmern wir uns wieder ums Spiel, was ein sehr gutes ist. Alle vier Gegner sind über die andere Seite gekommen. Das ist interessant. Woher hat er das gewusst? Der schießt die ganze Zeit in die andere Richtung, guckt die ganze Zeit in die andere Richtung. Genau in dem Moment, in dem wir hinter ihm sind, dreht er sich plötzlich um 180 Grad um und schießt uns direkt um. Oh. Also gut, er hätte natürlich bemerken können, dass hinter ihm die Farbe wieder umgeändert wurde. Aber er hätte auch eine Sekunde später merken können. Ich hoffe, dass da oben ein Sniper mit dabei ist, der sich eben nicht so häufig vom Ort bewegt. Das kann durchaus gewesen sein. So, auf genau den habe ich gewartet. Er hat sich aber auch ewig Zeit gelassen. Wenn ich gewusst hätte, dass der so lange braucht, um die Ecke zu kommen, dann wäre ich ein bisschen aggressiver gegangen. Wieder gegenseitig erledigt. Also, dass man sich so ein klein bisschen verzögert erledigt, das ist ja noch verständlich, weil die Farbkleckse ja auch etwas länger in der Luft sind. Und dementsprechend, wenn man stirbt, dass die Patrone, in Anführungszeichen, wenn man sich mit dem richtigen Shooter vergleicht, dass die Patrone etwas länger in der Luft ist und dementsprechend auch erst später landet. Wie? Ich hab den doch voll erwischt! Und jetzt drehen die das Ding wieder in der letzten Minute. 2 Minuten sind wir unfassbar dominant. In der letzten Minute drehen die das Ding wieder. Das ist der sich beim letzten Mal schon so schnell gedreht hat. Und diesmal kommt ein zweiter von der Seite. Es ist unfassbar. Wir haben die ersten 2 Minuten dieses Spiel so hammerhart dominiert. Und in der letzten Minute dreht das gegnerische Team einfach komplett das Spiel. So, jetzt haben wir den auf jeden Fall beseitigt. Und können wieder ein bisschen voran. Aber ja, ja, wir drehen es wieder. Wir drehen es wieder. Kannst du von da oben noch so viel schießen, wie du willst. Da passiert nichts mehr, mein Freund. Puh. Ja, der Kleckser gefällt mir besser als in den ersten 2 Aufnahmesessions, muss ich sagen. Der gefällt mir in dieser Runde viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass unser Team einfach besser ist und ich deswegen mehr reißen kann. Aber jetzt hier auch so, wenn ich die gegnerischen Teams angucke, da haben auch die normalen Kleckser immer wesentlich mehr Punkte, aktuell zumindest, als die Doppelkleckser. Mit der Doppelkleckser war ich jetzt hier in den ersten paar Runden dieser Aufnahmesession jetzt auch nicht so gut. Also vielleicht habe ich mit dem Kleckser tatsächlich gerade einen neuen Liebling gefunden. Ich sag mal, wenn man den Doppelkleckser besser drauf hat und das mit dem Springen, hin und her springen, was ich quasi fast nie nutze, wenn man das einfach öfter und effizienter nutzt, dann sollte der durchaus stärker sein als der normale Kleckser. Weil das ist, sage ich mal, wenn man es wirklich drauf hat, ist dieses zur Seite springen während des Schießens, glaube ich, schon ziemlich overpowered, wenn man es richtig drauf hat. Das heißt, wenn die Vollversion irgendwann mal rauskommt, also im Sommer dann rauskommt, dann werde ich, denke ich mal, auch öfter mit den Doppelkleckser-Waffen spielen und auf die eben auch üben. Aber dadurch, dass man jetzt halt während der Global Testifier-Dingens halt nicht so viel Zeit hat, sondern immer nur eine Stunde, kann man so eine Klasse halt auch nicht wirklich üben. Das heißt, man muss natürlich dann, man spielt jede Klasse einmal, hat eine persönliche Tendenz, mit welcher man jetzt aktuell am besten zurechtkommt, und die kann man dann spielen. Und wirklich eine Klasse zu üben, dafür reicht halt so ein 1-Stunden-Slot, und dann 6 oder 8 Stunden warten, reicht dann halt nicht. Das ist... Nee. Deswegen, da muss man dann auf jeden Fall bis zur Vollversion warten, wenn man mit einer Waffe von vornherein nicht so gut klarkommt. Bis man die üben kann, das dauert.
Also in der Vollversion können wir uns dann sicherlich darauf freuen, dass ich da auch mehr mitmachen werde. Ich werde in der Vollversion, wie gesagt, dann höchstwahrscheinlich offscreen, wenn der Internetmodus gut funktioniert, werde ich relativ viel offscreen machen, sodass wir wahrscheinlich jeden Part eine neue Waffe spielen können, weil ich dann auch genug Währung und Level gesammelt haben sollte. Wenn der WLAN-Modus bis dahin nicht funktioniert, dann kann ich halt nur an der Konsole selbst spielen und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich privat so viel spielen würde, wie ich spielen würde, eben wenn, naja, wie ich eben spielen würde, wenn es WLAN funktioniert. Und dementsprechend kann es sein, dass wir halt schon ein paar Parts mal dieselben Waffen-Loadouts nehmen. Je nachdem, wie sehr mir das Spiel gefällt und wie sehr Probleme aus dem ersten Teil verbessert wurden, je nachdem wird das Let's Play zum zweiten Teil dann eben auch länger oder kürzer als das zum ersten. Selbst wenn wir die Gegner damit nicht treffen, wir färben ja auch einen ordentlichen Bereich von deren Gebiet ein. Mit dieser ultimativen Fähigkeit. Dementsprechend gefällt mir die tatsächlich momentan auch mit am besten. Die habe ich am Anfang relativ verflucht. Fand ich ja immer relativ schlecht. Aber da habe ich halt irgendwie nicht so ganz nachgedacht. Weil am Anfang war halt dadurch, dass die Gegner halt auch alle noch nicht so gut schießen konnten, war halt dieses Jetpack einfach so overpowered, weil wir damit gleich angefangen haben, wirkt natürlich alles, was danach kam, erstmal schwach. Jetzt, wo die Gegner halt wissen, wie man sich gegen das Jetpack wirklich wehrt, wirkt es nicht mehr so overpowered. Und wo kam der denn jetzt plötzlich her? Wir standen hier doch eben noch zu dritt. Oh, wir haben alle drei umgebracht einfach. Okay. Kann man natürlich so auch machen. So kann man das Match auch wieder in der letzten Minute verlieren, theoretisch. Oh Gott. Boah, hab ich da Glück gehabt, obwohl ich richtig scheiße geschossen habe. So, beide erledigt. Jetzt müssen wir aber alles wieder zurückfärben, was die gerade eingefärbt haben. Ja, mach du das. Ich gehe hier unten lang. Aufteilen ist beim Färben das Wichtigste. Wenn man bei anderen Shootern von Teamwork spricht, dann heißt es zusammenbleiben. Wenn man bei Splatoon von Teamwork spricht, dann heißt es aufteilen. Und die Gegner drehen das nicht wirklich noch, oder? Die haben das nicht wirklich noch gedreht. Die haben das wirklich noch gedreht, ist dein Ernst. Da stand wirklich bis 20 Sekunden vor Schluss stand bei denen Gefahr. Oh mein Gott, wir haben es noch irgendwie geschafft. Aber ich glaube mal, wenn das Ding noch 5 Sekunden länger gegangen wäre, bei uns waren 3 tot, bei denen waren alle 4 am Leben, da hätten die es noch gedreht. Aber wir sind über 1000 Punkte. Läuft echt gut mit dem Kleckser. Wenn man das anguckt, die beiden Besten aus unserem Team waren die einzigen beiden Kleckser. Der Beste aus dem gegnerischen Team war der einzige mit Kleckser. Die Waffe, die ich ja tatsächlich am Anfang als schwächste Waffe von diesen 4 eingeordnet habe, scheint sich tatsächlich durchzukristallisieren als vielleicht sogar stärkste Waffe. Vielleicht das stärkste Loadout. Weil die Granate ist halt so eine Instant-Splash-Granate, damit kann man auch gut auf Distanz und auf Weiten, wo man eigentlich nicht hinkommt, noch Gegner Schaden zufügen. Halt nicht so ein One-Hit-Kill wie bei der Sniper-Granate, aber immerhin Schaden zufügen und Fläche einfärben relativ schnell. Und die ultimative Fähigkeit, wie gesagt, kann man auch entweder einen Gegner damit sogar killen oder wenn man er ausweicht, immerhin einen Teil von seinem Gebiet halt auch einfärben, ohne dass man sich in der Nähe befinden muss. Das Loadout ist, glaube ich, echt gut. Und solange ich halt keine Zeit habe mit dem Doppelkleckser, also Kleckser-Doppel oder Kleckser-Duo oder so hieß das ja, glaube ich, solange ich damit halt nicht die Zeit habe, wirklich zu üben und gut zu werden und den Sprung vernünftig einzusetzen, ist der Kleckser jetzt eventuell tatsächlich meine Lieblingswaffe. Also hat den Doppelkleckser abgelöst. Und damit ist nach wie vor Roller und Sniper auf den letzten Plätzen. Nach wie vor die beiden Waffen, die ich am wenigsten mag, wie schon im ersten Teil von den Klassenarten her. Und ja, Kleckser auf 1, Doppelkleckser auf 2. Aktuell, wie gesagt, zum Release werde ich dann den Doppelkleckser ein bisschen mehr üben, weil ich durch das Ausweichen da mehr Potenzial drin sehe. Und es, wie gesagt, auch ein bisschen overpowered finde tatsächlich, wenn das Leute richtig gut nutzen können. Ich kann mir vorstellen, dass da eventuell noch was genervt werden müsste, wenn nach den ersten, wenn das Spiel so einen Monat raus ist und Nintendo merkt, oh scheiße, es gibt ja Spieler, die tatsächlich Techniken, ja, sag ich mal, perfektionieren können.
Da hätten wir drüber nachdenken müssen, als wenn uns das eingefallen hat, dass eine einzige Klasse etwas kann, was alle anderen Klassen nicht können und jetzt plötzlich nur noch diese eine Klasse gespielt wird. Ja, Nintendo braucht halt noch Erfahrung. Aber wie gesagt, so weit, wie du kannst ja zweimal hintereinander diesen Jump ausführen und auf so große Distanz teilweise, dass du halt wirklich jede Attacke damit instant ausweichen kannst und jeder macht ja quasi so eine kleine Animation halt auch mit dem Roller und so weiter und so fort, bevor du eine Attacke machst. Das heißt, wenn du das wirklich perfektioniert hast, dann machst du einfach genau in der Animation zur Seite und du bist außerhalb der Reichweite des Gegners und kannst ihn einfach killen. Finde ich ein bisschen übertrieben overpowered, wenn man es halt, wie gesagt, beherrscht. Tue ich nicht. Und werde ich auch nicht versuchen zu beherrschen, solange die Vollversion nicht draußen ist. Wie gesagt, das wäre Zeitverschwendung. Jetzt hier irgendeine Waffenklassenart zu erlernen oder eine Bewegungsart zu lernen, die halt neu ist. Wenn man halt eh nur schon 1-Stunden-Slots hat. Ja, das habe ich nämlich gedacht, dass da oben einer ist. Dadurch, dass der jetzt hierher kommt. Weißt du natürlich, dass wir da standen. Und da waren 3 Gegner. Das war schlecht. Das war schlecht zu machen. Warum dreht er sich um? Will dieser Michi mich verarschen? Und der andere ist auch noch gestorben. Oh mein Gott. Aber der Michi will mich doch verarschen, oder? Wir stehen vorm gegnerischen Lager. Aus dem gegnerischen Lager kommen 3 Gegner und er guckt sich um und sprüht in die andere Richtung. War ja nicht zu erwarten, dass aus dem gegnerischen Lager Gegner rauskommen können. Wie lange hat der denn jetzt schon wieder gebraucht, um zu sterben? Oh, wenn der einfach direkt gestorben wäre, hätten wir halt noch was gegen den Toni da machen können. Oh, die Runde sieht nicht gut aus für uns. Die sieht nicht gut aus für uns. Unser Team scheint sich auch nicht so gut anzustellen. Erledigt und jetzt können wir hinter den schönen deren Bereich einfärben. So, von da oben kommen die gleich, deswegen mal ein bisschen verschwinden hier. Von hinten kommt ein Gegner. Nein! Und jetzt bin ich genau in den. Ah! Das war so dämlich. Von hinten kam ein Gegner und deswegen musste ich da weg und das hat er da vorne natürlich genau in der richtigen Sekunde, als wenn die sich abgesprochen hätten, so eine Ulti gezogen. Und ihr seht, wir haben 900 Punkte. Wir werden wahrscheinlich die 1000 schaffen. Und trotz alledem ist unser Team mit in Gefahr. Das heißt, unser Team ist richtig, richtig schlecht. Und das ist eben auch Splatoon. Splatoon ist ein Teamspiel. Und wenn da halt das Team nicht mitmacht, dann kann man als Einzelperson noch so gut sein. Da kannst du dann nicht mehr viel reißen. Ich werde zwar noch so viel färben wie möglich. Aber das sollte nichts mehr reißen. Wir waren nämlich 10 Sekunden vor Ende noch in Gefahr und das kann man dann nicht mehr drehen. Ich habe da ganz hinten rechts seht ihr noch meinen Einschlag von meiner Ulti-Rakete und ja. Wie gesagt, wenn man 10 Sekunden vor Ende noch in Gefahr schwebt, dann kann man nichts mehr reißen. Und wir haben halt die 1000-Punkte-Marke geknackt. Aber unser Team war einfach zu schlecht. Also wenn du 400-Punkte-Typen dabei hat mit einer Waffe, mit der man eigentlich sehr gut färben kannst, dann wird schon schwierig, weil der Typ kann sich halt eben auch nicht auf Kills konzentrieren, weil das ist eine Sniperwaffe. Dass die bei 400 Punkte haben können, ist okay, weil der kann halt mit so einer Sniperwaffe Gegner gut auf Distanz halten. Wenn du mit einer Kleksa- oder Duo-Kleksa-Waffe nur 400 Punkte am Ende einer Runde hast, dann ist das kein gutes Zeugnis, sagen wir es mal so, weil die sind halt wirklich nur darauf ausgelegt, Punkte, 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 Punkte zu machen. Und wenn die dann im Endeffekt sehr wenig Punkte haben, dann deutet das meist auf ein nicht gutes Gameplay hin. Was aber gerade nicht schlecht ist, also nicht schlimm. Man kann ja auch mal verlieren. In Ranked ist es dann ärgerlich. Darauf freue ich mich halt wirklich in der Vollversion. Ich freue mich wirklich auf die Vollversion. Ich habe mit diesem Spiel an sich keine Probleme. Wie gesagt, es sind ein paar Probleme da, die es im ersten Teil schon gab. Die sind aber abgeschwächt. Also die Probleme, die der erste Teil hatte, hat der zweite Teil jetzt teilweise auch. Aber in weniger schwacher Form. Also er hat auf jeden Fall die
Schwächen des ersten Teils verbessert, nicht ausgemerzt, aber verbessert. Und müssen wir jetzt alle drei denselben Weg, den exakt selben Weg langlaufen, dann ist das... Ach, oh Mann, Leute. Und dadurch kann ich mir durchaus vorstellen, dass das der Teil besser wird. Das einzige Problem, was ich aktuell entwickelt habe, was mein Hauptproblem ist, ist halt die Switch. Und nicht das Spiel. Wie gesagt, der WLAN-Modus der Switch ist halt das Schlimmste. Nur der? Und dann halt nur der. Ich habe da immer gern mindestens zwei Gegner drauf, aber irgendwie waren da gerade wenig auf dem Radar. Ach komm, Michi, schieß doch wenigstens. War Michi nicht der, der eben so wenig Punkte hatte? Der sieht halt, dass da vorne zwei Gegner sind und schießt halt nicht mehr, wenn er auf die zuläuft. Und schon sind wir wieder in Gefahr. Och, Team, ey. Noch nicht mal die Hälfte der Zeit ist rum und ich habe gleich schon wieder 500 Punkte und unser Team ist schon wieder in Gefahr. Das kann doch echt nicht wahr sein. Bin ich echt der Einzige, der färbt? Wir sind immer noch in Gefahr. Leute, ich bin jetzt einmal über die komplette Map gerannt, habe alles einmal umgefärbt. Wir sind immer noch in Gefahr. Was tut ihr? Seine Granate ins Gesicht macht immer schon ziemlich viel Damage. Oh. Natürlich trifft er uns dann perfekt in der Sekunde. Oh, tja. Pech gehabt. Natürlich trifft er uns dann perfekt in der Sekunde, in der wir um die Ecke gehen. Michi, ich hoffe, du hast... Oh Gott, Michi hat mich getötet. Ah, deswegen springe ich nie in Splatoon. Mir wurde in Splatoon 1 Let's Play, wurde mir immer wieder... Wir sind immer noch in Gefahr, das ist unfassbar. Das gesamte Match von Anfang bis Ende haben wir da Gefahr stehen. In Splatoon 1 wurde mir unfassbar häufig in die Kommentare geschrieben, nutz doch mal öfter das Springen. Du nutzt das Springen viel zu selten. Kein Wunder, dass du dann oft in brenzlige Situationen kommst. Was weiß ich. Ihr seht, was beim Springen passiert. Jedes Mal, egal wohin ich springe, jedes Mal reiten mich damit meine Teamkameraden in den Tod. Zumindest haben wir jetzt kurz gegen Ende keine Gefahr mehr, aber wie gesagt, das ist trotzdem verloren. Das ist mal wieder auch so verloren und wir können uns... Oh! Naja doch, da vorne bei unserem Startgebiet ist jetzt sehr viel orange. Wieder fast 10% mehr für die Gegner. Alter Vater. Team, was macht ihr denn? Gott, Michi, du hast einen Doppelkleckser, der eignet sich perfekt zum Färben. Tom, sieh du genauso. Wie kann ich denn doppelt so viele Punkte haben wie mein komplettes Team? Och, Leute. Komm schon. Und da man in dieser Beta dummerweise halt immer wieder mit derselben Lobby zusammengeschmissen wird, wird es unser Team auch nicht ändern, solange sich nicht einer von denen lief. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt leaven und mit demselben Waffenset nochmal reinjoinen, damit ich ein anderes Team bekomme. Ansonsten wird es die nächsten Runden wahrscheinlich nicht anders laufen. Das ist, wie gesagt, Matchmaking muss noch hart verbessert werden. Online-Server müssen noch hart verbessert werden, weil es wird zum Release mehr Spieler geben als jetzt und jetzt gibt es teilweise schon Probleme. Matchmaking muss halt nicht nur verbessert werden, indem das halt auch mal Lobbys durchgewechselt werden, sondern eben auch dadurch, dass schneller Leute in so eine Lobby hinzufügen oder hinzukommen, weil kann nicht sein, dass so wenig Leute das Spiel spielen, dass es nicht schaffst, eine Lobby zu füllen. Das geht nicht. Und ja, vielleicht kann man den Input-Lenk noch ein bisschen reduzieren. Liegt halt auch an Peer-to-Peer, habe ich halt mittlerweile schon gehört, dass Splatoon 2 dummerweise immer noch auf Peer-to-Peer setzt, wodurch halt E-Sport von Splatoon nicht möglich ist, obwohl doch theoretisch ist E-Sport von Splatoon 2 möglich, dadurch, dass man halt im lokalen Modus bis zu 8 Splatoon-Konsolen spielen kann. Das heißt, man kriegt 2 Vierer-Teams zusammen im lokalen Modus, dann hat man halt keinen Peer-to-Peer-Vorteil mehr. Aber online ist es auf jeden Fall nicht E-Sport-Niveau. Weil es halt keinen obergeordneten Server gibt, der halt regelt, ob du was machen darfst oder nicht, sondern du schickst auf den Server, ich habe den jetzt getötet, und dein Gegner schickt auf den Server, ich habe den jetzt getötet, der Server kriegt beide Nachrichten, ich habe den getötet, und beide sterben dann verzögert, deswegen ist halt das bei den, mit den Japanern immer das Problem gewesen.
Und deswegen gibt es halt auch keine Ping-Anzeige oder sonst irgendwas, weil halt das, was bei dir passiert, erahnt dein Spiel halt quasi als richtig. Und dadurch ist halt eben auch Hacker, sage ich mal, auch einfacher. Das ist auch das Mario Kart-Prinzip. Deswegen gibt es ganz häufig, dass ein Spieler bei Mario Kart bei dir runterfällt, obwohl er in Wirklichkeit gar nicht runtergefallen ist. Weil du gibst dem Server quasi Nachricht, ich habe den roten Panzer jetzt abgewehrt, obwohl der beim Gegner ganz klar getroffen hat. Und dadurch kriegt die Konsole alles klar, roter Panzer abgewehrt, ist nicht getroffen, so in der Richtung. Und wird dann halt quasi, wird beim Gegner angezeigt, wo du getroffen wurdest, bist dann einfach resettet und kommst woanders wieder raus. Ich habe extra geguckt! Ich habe extra einen Moment gewartet, bevor ich die eingesetzt habe und keine Sau war da. Und in dem Moment nämlich zurückgekommen, der um die Ecke geschissen. Läuft einfach nicht. Läuft einfach... Oh. Auch hier habe ich extra geguckt. Hier in der Nähe ist schon mal jemand von der Map gefallen. Gucke ich extra nochmal? Nein, da unten ist eine Fläche. Okay, kannst du runterspringen. Natürlich war da so ein ganz, ganz kleiner Abgrund zwischen. Das ist wieder so eine Todesfalle gewesen. Ich hätte nicht nach links laufen können, weil da der Typ mit seiner Raketenwerfer hingeschossen. Oh, wir haben schon wieder Gefahr. Wir haben schon wieder nach weniger als einer Minute dauerhaft Gefahr da stehen. Spielen wir denn immer noch mit demselben Team? Ja, ich glaube schon, ne? Hat es ja, glaube ich, keiner gelieft. Warum? Der hat mich bei... Das müssen die halt echt verbessern. Man kriegt ja das Feedback, dass man getroffen wird. Und das bekomme ich halt nicht. Ich habe nicht ein einziges Mal das Feedback bekommen, dass ich von ihm getroffen wurde. Und dementsprechend habe ich gehört, jo, der hat genauso scheiße geschossen wie ich. Ich habe jetzt schon dreimal getroffen, er hat mich noch gar nicht. Dann kann ich ja offensiv bleiben. Und plötzlich stirbst du halt einfach mit dem One-Hit angeblich. Weil die anderen Treffer bei dir nicht angezeigt wurden. Boah, das ist unfassbar. Das Spiel regt mich gerade so auf. Der Typ steht... Der steht da halt wirklich nur rum. Der hat gerade seine ultimative Fähigkeit gezündet. Ich krieg halt keinen Tod. Den habe ich jetzt 5, 6, 7, 8 Mal getroffen, bevor der sterben muss. Willst du mich verarschen? Oh, jetzt hat er sich nach rechts nicht mit anvisiert. Meine Fresse. So, den Matthew haben wir jetzt zweimal abgeschossen, während er gespawnt ist. Dann wird er sich auch nicht freuen. Der wird wahrscheinlich so schnell nicht wieder springen. Oh, aber wir holen hier ordentlich was auf. Wir holen hier echt doch mal ordentlich was auf. Das gefällt mir. Ja, Michi, nicht rechts von dir, Michi! Okay, das reicht. Reicht das? Das sollte reichen eigentlich, so gut wie die Gegner jetzt gegen Ende in Schach gehalten haben. Das müsste reichen. Es ist nämlich 21.01 Uhr. Beenden wir diese Aufnahmesession nochmal mit einem eindeutigen Sieg. Yes, Michi! Okay, wir haben... Der Yoshi-Kind und so war, glaube ich, neu. Also Michi ist, glaube ich, jetzt einziger geblieben. Hat zwar wieder nur seine 500 Punkte gesammelt. Okay, die Gegner waren einer weniger. Aber egal. Puh. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich nehme davon aus, dass noch ein Kampf nicht passieren wird, oder? Doch? Doch? Es ist 21.02 Uhr. Scheinbar kriegen wir noch eine Runde rein. Okay, dann nein, kriegen wir nicht. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Falls ich die nächste Aufnahmesession noch mitbekomme, werde ich dann noch ein bis zwei Parts zum Global Testifier bieten können. Ansonsten müssen wir uns bis zum Sommer gedulden. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann und auf Wiedersehen.